Lektion 2. Nomen und nominale Prädikate. Der Plural der Nomen. Fragen und Negationen, Verneinungen. 2.1. Nominale Prädikate. Im Englischen haben wir Sätze wie Peter ist ein Mexikaner oder Maria ist eine Frau. In solchen Sätzen funktionieren Adjektive oder Nomen wie Mexikaner und Frau als Prädikate. Im Nahuatl gibt es in solchen Sätzen kein Verb, sein, wie, und das Nomen selbst dient als Prädikat und erhält die Subjektpräfixe, genau wie ein Verb. Also, Nahuatl Teil. Ich bin ein Mexikaner. Nahuatl Teil. Du bist ein Mexikaner. Nahuatl Teil. Er, sie, es ist ein Mexikaner. Nahuatl Teil. Wir sind Mexikaner. Nahuatl Teil. Ihr seid Mexikaner. Nahuatl Teil. Sie sind Mexikaner. Wie man sieht, werden, wenn das Nomen als das Prädikat fungiert, dieselben Präfixe verwendet, im Singular und Plural, wie wenn das Nomen das Subjekt ist. Siehe 1.5. Um zu verstehen, was ein Nahuatl-Nomen wirklich bedeutet, sollten wir bedenken, dass Nahuatl-Teil nicht einfach bedeutet, ein Mexikaner, sondern ein Mexikaner sein. Ebenso ist Nahuatl-Teil nicht bloß eine Frau, sondern eine Frau sein und so weiter. Wenn das Nomen mit einem Vokal beginnt, zum Beispiel Nahuatl-Teil, Otomi. Name einer indigenen Bevölkerung, haben die Präfixe die Form N, T. Genau wie bei den Verben. Nahuatl-Teil. Ich bin ein Otomi. Nahuatl-Teil. Wir sind Otomi. Vor einem anderen Konsonanten als P oder M wird die Form Nahuatl-Teil ebenfalls verwendet, anstelle von Nahuatl-Teil. Siehe 1.3. Nahuatl-Teil. Ihr seid Personen. 2.2. Formen des absoluten Suffix. Das absolute Suffix, siehe 1.5, hat die Form Nahuatl-Teil nach einem Vokal, wie bei den Nomen. Nahuatl-Teil. Wenn der Wortstamm endet auf einen Konsonant, greift der Hilfsvokal, siehe 1.2, ein, und das Suffix wird zu Nahuatl-Teil. Nahuatl-Teil. Mann. Männliches. Ehemann. Nahuatl-Teil. Kaninchen. Fußnote 1. In der Bedeutung von männlich. Das heißt, nicht menschlich. Im allgemeinen Sinne, denn dies ist Nahuatl-Teil. Mit der Silbenregel 1.2 die Formen verbieten wie verboten ist Okitschtel oder verboten ist Tutschtel. Wenn L der Endung Konsonant des Wortstamms ist, hat das Suffix die Form Nahuatl-Teil. Diese Änderung von T L. Zu. L. Nach. L. Ist eine absolute Regel. Regel. L. Plus. Tel. Wird zu. Doppel. L. Das heißt. L. Plus. T. L. Wird zu. L. L. Also. Nahuatl-Teil. Kind oder Adliger. Nahuatl-Teil. Haus. 2.3. Nomen ohne das absolute Suffix. Die Mehrheit der Nomen, vielleicht mehr als 90%, hat die absolute Endung, Nahuatl-Teil, im Singular. Es gibt jedoch zwei weitere Arten von Nomen. 1. Nomen mit dem Suffix, Nahuatl-Teil.
Deren Mehrheit sind Nomen für Tiere oder Pflanzen, obwohl viele Nomen für Tiere oder Pflanzen das absolute Suffix tragen, und einige, wie die folgenden, haben keines. Also, Nabatelteil. Fisch. 2. Nomen ohne Suffix. Wir werden diese Art von Nomen später noch einmal aufgreifen. Siehe 23.1. Meistens handelt es sich dabei um Nomen mit einer Affekt-, gefühlsbetonten, emotionalen oder ausdrucksvoll, expressiven Bedeutung. Zum Beispiel Nabatelteil. Hund. Wortstamm Nabatelteil, der auch die Wörterbuchform ist. 2.4. Plural von Nomen. Es ist nicht möglich, den Plural eines Nomen aus seiner Singularform vorherzusagen. Dies stellt die einzige wirkliche Schwierigkeit dar, in der Morphologie der Nabatelgrammatik. Man kann nur die folgenden Regeln nennen. Regel 1. Das absolute Suffix und Nabatelteil werden weggelassen, verschwinden und werden ersetzt durch eines der Suffixe Nabatelteil. Regel 2. Der Glottalstopp wird nur nach einem Vokal verwendet. Nabatelteil wird nur nach einem Konsonant verwendet. Und Nabatelteil kann nach beiden erscheinen. Regel 3. Mit dem Glottalstopp oder Nabatelteil, aber nicht mit Nabatelteil, kann auch das sogenannte Reduplikationverfahren verwendet werden. Dies ist ein wichtiges Element der Nabatelgrammatik. Dieses Verfahren besteht darin, dem Wortstamm eine Silbe als Präfix voranzustellen, die besteht aus dem ersten Konsonanten des Wortstamms, wenn dieser mit einem Konsonanten beginnt, und seinem ersten Vokal, der verlängert wird, wenn dieser im Wortstamm kurz ist. Die folgenden Beispiele veranschaulichen das Reduplikationverfahren. Wenn wir diese drei Regeln in die Praxis umsetzen, sehen wir, dass es 5 Gebilde geben kann, für den Plural der Nomen. Fußnote 2, Fußnote 3. Fußnote 2. Denke daran, dass ein langer Vokal vor einem Saltillo verkürzt wird. Fußnote 3. Es gibt 2 Wörter für Kind. Deren Verwendung kann sich überschneiden, aber Nabatelteil ist eher ein kleines Kind und meist in Verbindung mit der Mutter. Nabatelteil hingegen ist nicht unbedingt jung und steht in Verbindung zu den Eltern im Allgemeinen. Es wird oft übersetzt mit Sohn oder Tochter und genau wie das spanische Wort Hidalgo. Etymologisch Hijo de algo. Sohn von etwas, das heißt Sohn von hoher Abstammung, wird es oft verwendet, um zu bedeuten Herr, Adliger. A. Typ Glottalstopp. Strich Gleichwortstamm. Nabatelteil. Frau. B. Typ Reduplikation mit Glottalstopp. Der Buchstabe R gleich Reduplikation. Nabatelteil. Gott. Nabatelteil. Schlange. Nabatelteil. Kojote. Nabatelteil. Kleines Kind. C. Typ Tin. Nabatelteil. Mann, männlich. D. Typ Reduplikation mit Tin. Nabatelteil. Kaninchen. Nabatelteil. Kind, Sohn, Tochter. Auch Adliger. E. Typ Mech. Nabatelteil. Fisch. Nabatelteil. Hund. 2.5. Details über den Plural. Weil die Pluralform nicht vorhergesagt werden kann, ist es notwendig, diese gleichzeitig mit dem Singular zu lernen, und das Wörterbuch gibt beide Formen an.
Zum Beispiel in der Auflistung der Wörter in diesem Buch, wird man finden. Navatl-Teil. Plural, Reduplikation mit Tin. Kaninchen. Und daraus verstehen Sie, dass der Plural, Navatl-Teil, ist. Der Plural im Navatl wurde nie streng festgelegt, und es gibt viele Doppelgänger. Somit sind neben den in 2.4 angegebenen Gebilden, die die üblichen sind, auch die folgenden Formen zu finden. Navatl-Teil. Frauen. Navatl-Teil. Schlangen. Navatl-Teil. Männer. Navatl-Teil. Fische. In Zweifelsfällen ist das Hinzufügen von Navatl-Teil nach Vokalen und von Navatl-Teil nach Konsonanten eine akzeptable Strategie. Man hätte dann jede Chance, auf eine mögliche Form zu treffen, wenn nicht auf die normale Form. Eine Einschränkung der Pluralbildung, Pluralisierung, von Nomen, erscheint den Englischsprechern zunächst seltsam. Nur die Nomen von animierten, sich fortbewegenden, Wesen, Menschen und Tiere, können in den Plural gesetzt werden. Nomen für Dinge und Pflanzen, können nicht in den Plural gesetzt werden. Es ist daher möglich, die folgenden Übersetzungen zu erstellen. Navatl-Teil. Es ist, wie ein Haus. Oder, sie sind, Häuser. Navatl-Teil. Es ist, wie ein Stein. Oder, sie sind, Steine. Diese Praxis ist überraschend für jemanden, der nur mit indoeuropäischen Sprachen vertraut ist, aber anderswo ist diese weit verbreitet, besonders in östlichen Sprachen wie Chinesisch, Japanisch und Malaiisch. Es kann hilfreich sein, diese Konvention als ähnlich zu den Ansammlungsnomen, Sammelbegriff, im Englischen zu betrachten, das heißt, solche, die gemessen, aber nicht gezählt werden können. Somit. Navatl sagt, Navatl-Teil, und das wird ins Englische übersetzt mit, es ist Wasser, in beiden Beispielen, unabhängig davon, wie viel Wasser es gibt. Navatl erweitert diese Verwendung auf Gesamtheitnomen, das heißt, auf solche, die gezählt werden können, und somit bedeutet, Navatl-Teil, es ist Haus, unabhängig von der Anzahl der betreffenden Häuser. Dieses Verfahren kann ausgedehnt werden, auf Nomen für animierte, sich fortbewegende, Lebewesen. Zum Beispiel kann man sagen, Navatl-Teil. Es ist Fisch. In Bezug auf mehrere Fische. Der Singular, oft als, generisch, übergeordnet, bezeichnet, kann auch verwendet werden, wenn man von einer ganzen Klasse von Lebewesen spricht. Zum Beispiel. Der Kojote ist ein wildes Tier. Der Mexikaner ist ein tapferer Krieger. Und so weiter. 2.6. Pluralisierbare nicht animierte Objekte. Eine sehr kleine Anzahl von Nomen, für nicht animierte Dinge, haben eine Pluralform, wahrscheinlich als Ergebnis der mythologischen Personifizierung. Nur zwei solcher Nomen sind üblich. Navatl-Teil. Plural, Navatl-Teil. Berg. Navatl-Teil. Plural, Navatl-Teil. Stern. Auch wenn ein Nomen für eine Sache verwendet wird, als das Prädikat mit einer Subjektmarkierung im Plural, muss das Nomen mit dem Subjekt im Numerus übereinstimmen. Nehmen wir an, dass Sie zum Beispiel sagen möchten. Wir sind Stein. Oder, Steine. Man würde sagen, Navatl-Teil. In solchen Fällen, die natürlich ungewöhnlich sind, bildet ein nicht animiertes Nomen einen Plural, der endet auf, Navatl-Teil, nach einem Vokal, oder auf, Navatl-Teil, nach einem Konsonanten. Siehe 2.4 und 2.5. 2.7. Das Partikel, Navatl-Teil. Eins Wortsätze,
in denen dieses Wort als nominales Prädikat dient, sind nicht unmöglich. Navatl Teil. Ich bin ein Mexikaner. Navatl Teil. Es ist eine Frau. Navatl Teil. Es ist ein Haus. Allerdings haben diese etwas von der Steifigkeit eines Wörterbucheintrags. Wie zum Beispiel Coyote, ein wildes Tier aus Nordamerika, oder Disraeli, ein gewisser britischer Schriftsteller und Politiker. Und dies ist die Art von Situation, in der sich diese befinden. Am häufigsten geht einem nominalen Prädikat voraus, das Partikel, Navatl-Teil, insbesondere in der dritten Person. Navatl-Teil ist das Anzeichen einer Behauptung, deren Bedeutung so ziemlich folgendes ist. Es ist eine Tatsache, dass sicherlich, zweifellos, tatsächlich. Aber die Verwendung davon ist so häufig, dass man in der Übersetzung darauf verzichten kann. Stattdessen sagen wir Navatl Teil. Er, sie, es, ist ein Mexikaner. Navatl Teil. Sie sind Kojoten. Navatl Teil. Es ist ein Stein. Sie sind Steine. Es ist Gestein. Navatl Teil kann auch verbalen Prädikaten vorausgehen. Navatl Teil. Das Kind ist am Schreien. Aber in diesem Fall ist es weniger notwendig. Navatl Teil ist völlig in Ordnung und beibehält mehr von seiner eigentlichen Bedeutung. Es wäre einigermaßen, aber nicht völlig übertrieben, einen Satz zu übersetzen, der Navatl Teil enthält als, was das Schreien betrifft, das Kind schreit. Oder, es ist der Fall, dass das Kind schreit. 2.8 Wortreihenfolge und Fokussierung, Fokalisierung. Wenn das Subjekt eines nominalen Prädikats ausgedrückt wird, dann kann die Wortreihenfolge sein Prädikat, Subjekt oder Subjekt, Prädikat. Wie bei einem Verb, siehe 1.4. Navatl Teil. Peter ist ein Mexikaner. Navatl Teil. Peter ist ein Mexikaner. Peter, im Gegensatz zu anderen Leuten, die diskutiert werden, ist ein Mexikaner. Fußnote 4. Beachte die Möglichkeit, Navatl Teil mit einem eigenen Nomen zu verwenden. Eine sehr häufige Formulierung ist Navatl Teil plus Nomen plus Navatl Teil plus Verb. Dies entspricht der grammatikalischen Stilfigur, die als Fokussierung, Fokalisierung, bezeichnet wird, das heißt, es ist Nomen, das verbt. Der Fokus ist der Teil des Satzes, der neue Informationen liefert. Navatl Teil. Es ist eine Frau, die schreit. Das heißt, nicht ein Mann. Navatl Teil. Diejenige, die schreit, ist eine Frau. Bei der Analyse solcher Sätze müssen wir zu dem Schluss kommen, dass Navatl Teil das Prädikat ist und dass Navatl Teil das Subjekt ist. Indem wir den Bestimmer Navatl Teil vor das Verb setzen, haben wir einen Satzteil, der als ein Nomen fungiert. Wie im Englischen, er, sie, der, die, verbt. Diejenigen, die verben. Das, was verbt. Dies bedeutet insbesondere, dass es als das Subjekt oder Objekt des Prädikats fungieren kann. Wenn wir bedenken, dass im Navatl Nomen als Prädikate fungieren können, werden wir sehen, dass die Übersetzung von Navatl Teil als die Frau ist am Schreien die wahre Natur des Navatl Ausdrucks einigermaßen verdeckt. Eine bessere Annäherung wäre: Diejenige, die eine Frau ist, ist am Schreien. In der Praxis sind solche, aus Sicht des Englischen,
aufwendigen und unnatürlichen Übersetzungen, natürlich zu vermeiden. Aber es ist immer eine gute Idee, sich bewusst zu sein, was der Navatl-Satzstruktur zugrunde liegt. 2.9 Fragen und Verneinung, Negation. Wenn man anstatt eine Aussage zu machen, eine Frage stellt, kann man zum Beispiel sagen, Navatl-Teil. Ist es ein Coyote? Navatl-Teil. Bist du ein Mexikaner? Navatl-Teil. Schläft Peter? Navatl-Teil. Ist es ein Mexikaner, der schläft? Die Person, die schläft, ist er ein Mexikaner? Schon ein steigender Tonfall genügt, um eine Frage zu markieren, aber die Verwendung von Navatl-Teil ist am häufigsten. Die Antwort auf diese Fragen kann sein. Navatl-Teil. Ja. Navatl-Teil. Nein. Navatl-Teil verneint, negiert, auch eine Aussage. Navatl-Teil. Ich bin nicht am Schlafen. Navatl-Teil. Es ist nicht ein Mexikaner, der schläft. Derjenige, der schläft, ist kein Mexikaner. In diesem Fall kann Navatl-Teil mit Navatl-Teil eingeleitet werden, um eine Aussage zu verneinen, negieren, die immer noch eine Aussage ist, aber Navatl-Teil und Navatl-Teil sind nicht kompatibel. Außerdem kann man eine verneinte Frage haben. Navatl-Teil. Bist du nicht ein Mexikaner? Hinweis. Vor einem nominalen oder verbalen Prädikat findet sich die Verneinung, Negation, manchmal in der Form Navatl-Teil. Die gesamte Einheit ist in der Regel als ein einziges Wort geschrieben. Navatl-Teil. Übungen. A. Setze die folgenden Formen in den Plural und übersetze. Satz im Singular, Navatl-Teil. Satz im Plural, Navatl-Teil. 1. Ihr seid Hunde. 2. Wir sind keine Schlangen. 3. Sind Kojoten am Schreien? Sind es Kojoten, die schreien? 4. Die Kaninchen sterben. 5. Sind das Berge? 6. Sie sind keine Sterne. 7. Es sind die Fische, die verschwinden. 8. Es sind Männer, die singen. 9. Ihr seid keine Götter. 10. Wir sind Kinder oder Adlige. 11. Seid ihr Otomi? W. Tue Fokussierung, Fokalisierung, siehe 2.8, auf die folgenden Sätze anwenden und übersetze. Beispiel. Navatl-Teil. Es ist eine Frau, die am Weinen ist. Ohne Fokalisierung, Navatl-Teil. Fokalisierung des Subjekt, Navatl-Teil. 1. Es ist ein Hund, der am Schlafen ist. 2. Es sind die Kinder, die am Singen sind. 3. Es sind Otomi, die am Schreien sind. 4. Es ist ein Mann, der im Sterben liegt. C. Übersetze ins Englische. Navatl-Teil. Die Frau ist Mexika. Navatl-Teil. Sind die Kinder Mexika? Navatl-Teil. Nein, sie sind keine Mexikaner. Sie sind Otomi? Navatl-Teil. Schläft ihr nicht? Seid ihr nicht am Schlafen? Navatl-Teil. Die Fische singen nicht. Navatl-Teil. Die Menschen leben, sind lebendig. Navatl-Teil. Die Mexikaner weinen nicht. Navatl-Teil. Die Hunde sind am Schlafen. Navatl-Teil. Sie sind keine Steine, sie sind Berge. Navatl-Teil. Die Götter sind am Weinen. Navatl-Teil.
Es sind keine Kinder, die weinen, es sind Frauen. Navatl Teil. Sind sie Sterne? Ja, sie sind Sterne. Die, übersetze ins Navatl. Navatl Teil. Die Schlangen sind am Schlafen. Navatl Teil. Die Utumi sind am Abreisen, fortgehen. Navatl Teil. Singt die Frau. Navatl Teil. Schläft der Mexikaner? Ja, er schläft. Navatl Teil. Die Frau ist kein Mexikaner. Navatl Teil. Seid ihr Mexikaner? Nein, wir sind Otomi. Navatl Teil. Leben die Sterne noch? Navatl Teil. Sterben die Götter nicht? Navatl Teil. Die Kojoten verschwinden, sind am Abreisen, tun fortgehen. Navatl Teil. Die Kinder singen. Navatl Teil. Es sind keine Häuser. Navatl Teil. Sind es Hunde? Nein, es sind Kojoten. Navatl Teil. Die Utumi sind keine Hunde, sie sind Menschen.